Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Chinda Greens Equestrian Challenge und meinem bereits fünften Aufnahmeversuch heute von diesem Spiel. Romero ist soweit schon versorgt. Ich breche langsam echt hier zusammen. Ich wollte jetzt eigentlich den ganzen Tag schon 4 Sterne Burley aufnehmen und jedes Mal bei der Vielseitigkeit, jedes Mal so nach 15 Minuten, 15 bis 17 Minuten einmal teilweise sogar, hat sich mein Aufnahmeprogramm einfach aufgehangen. Und bei Lucinda Green ist es ein bisschen schwierig mit dem Raustappen. Weil dann hängt sie nämlich meistens ein Spiel auf und dann ist nämlich mein Spielfortschritt weg. Ja, und deswegen jetzt heute schon die fünfte Aufnahme, der fünfte Aufnahmeversuch. Ich hänge jetzt heute schon, seit 1,5 Stunden versuche ich heute schon dieses Spiel aufzunehmen. Ich hätte heute Mittag, hätte ich deswegen schon fast meine Reitstunde verpasst, weil ich ursprünglich 2 Aufnahmen machen wollte, bevor ich in den Stall gefahren bin, weil ich einfach abends nicht mehr die Zeit dafür habe. Ich habe jetzt, wir haben jetzt 9:30 haben wir schon. Ich muss jetzt noch 3 Aufnahmen machen und auch noch alles schneiden und rendern. Vorher kann ich nicht ins Bett und ich würde einfach gerne mal wieder einen normalen Rhythmus haben, wie ein normaler Mensch und nicht immer erst um 4 Uhr oder wann ins Bett gehen. Ist halt blöd, ne? Und ich hoffe jetzt, dass es diesmal funktioniert, weil ansonsten schmeiße ich langsam alles in die Ecke hier. So. Ja, wie gesagt, ich hatte heute eine Reitstunde. Aber warte mal, erstmal noch was anderes. Und zwar, es hatten jetzt unheimlich viele gefragt, was ich denn habe, weil Fabia gestern die Star Stable-Folge übernommen hat, wo ich ihm unheimlich dankbar für bin. Ich habe am Montag hier echt gesessen. Ich weiß nicht, ob ich Fieber gehabt habe. Ich habe mich auf jeden Fall gefühlt wie Schüttelfrost, wirklich. Wir hatten 23 Grad hier im Räumchen. Ich habe immer 22, 23 Grad circa hier drin. Und trotzdem eiskalte Pfoten. Ich habe gefroren, ich habe in den Zähnen geklappert, es ging gar nichts mehr. Heute Morgen hatte ich dann noch ziemliche Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Jetzt geht es langsam wieder ein bisschen. Also jetzt sind geblieben nur noch die Kopfschmerzen zum Glück. Aber ansonsten ist jetzt eigentlich wieder... Ist jetzt wieder besser. Nee, aber was ich erzählen wollte, wie gesagt, ich hatte heute meine erste Reitstunde wieder seit 4 Jahren? Seit 4 Jahren. Ich habe 2012 habe ich die letzte Reitstunde gehabt. Und meine erste dann da eben auch im Verein. Und ich muss sagen, es war wirklich gut. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht und ich habe schon einige gute Tipps jetzt mitnehmen können, die ich auf Quitte anwenden kann. Es ist ja, ich habe ja schon erzählt, ich bin ja noch nie so ein ultra junges Pferd geritten, was noch so wenig bislang vom Ausbildungsstand her kennt. Sie muss ja noch unheimlich viel lernen, natürlich wichtig als Springpferd, auch fliegende Wechsel und sowas. Das muss sie alles noch lernen und können. Und momentan ist einfach das Problem, dass sie noch nicht wirklich vertrauensvoll an den Zügel rantritt. Und ich habe dann auch das Problem, dass wenn sie mir den Zügel nimmt und sich so extrem aufs Gebiss legt, dann habe ich ein Problem damit, eine konstant gleichmäßige Anlehnung zu halten. Und das ist ja das A und O. Ups. Und daran arbeite ich jetzt halt momentan, dass ich das irgendwie hinbekomme mit ihr. Der Anfang war ein bisschen spannend. Weil da wollte sie noch nicht so richtig, dass ich aufsitze. Ich habe es erst über einen Hocker versucht, weil sie den eigentlich schon kennt. That was an excellent ride. Dankeschön. Habe es erst über einen Hocker versucht, weil sie den eigentlich schon kennt. Und dann... Hey, Burley 4 Sterne Dressur, 4 Sterne Dressur Gold. Zum 5. Mal heute. So. Und wir hoffen, dass das Gelände diesmal besser läuft. Das habe ich nämlich bislang in jedem dieser 5 Versuche komplett verhauen. Stand die Quitte neben dem Hocker. Ich gehe auf den Hocker. Quitte steht nicht mehr neben dem Hocker. Also jedes Mal zur Seite gegangen ist, habe ich mir irgendwann gedacht, komm, weißt du was? Du musst jetzt mal langsam anfangen hier mit warm reiten. Die Reitstunde ist gleich. Dann machst du es halt ohne Hocker. Ja.
die Quitte wieder auf die Mittellinie geführt. Wollte ich aufsteigen. Und sie ist permanent ausgewichen. Ich habe extra dann darauf geachtet, dass ich bloß nicht irgendwie die Hände oder sowas hochhebe, weil es ist ja für Pferde sieht das ja aus, wenn man die Hände so hochhebt, ist das ja so eine Geste. Wie so eine angreifende Raubkatze. Die breitet ja auch die Pfoten aus, wenn sie auf das Pferd drauf springt, quasi, um sich das zu schnappen. Das war jetzt gerade Quatsch, hier zu beschleunigen. Und habe also darauf geachtet, dass ich bloß meine Hände am Körper habe, um sie nicht irgendwie zu verschrecken. Und trotzdem ist sie jedes Mal halt wirklich rückwärts gegangen und ausgewichen. Und oh, dann hat mir sie irgendwann, kam dann die Reitlehrerin auch an und hat mir dann kurz beim Aufsteigen geholfen. Ist sie auch noch sehr nervös gewesen. Also das Halten ist, Festhalten, das war auch ein bisschen schwierig. Wenn man dann erstmal drauf sitzt, dann ist wunderbar. Dann ist sie auch deutlich ruhiger. Und ja, da ging es dann los. Ich hatte heute für sie als Hilfe und auch für mich als Hilfe, damit wir uns selber noch so ein bisschen besser kennenlernen können und aufeinander einspielen können, hatte ich heute mal Dreiecker drauf. Das soll ich jetzt wohl so ein bisschen abwechselnd machen, mal so, weil sie soll ja nicht mit Dreieckern ausgebildet werden. Sie ist ein junges Pferd, sie soll ja vertrauensvoll an den Zügel rantreten. Aber da sie sich doch noch ziemlich aufs Gebiss drauflegt und sich meistens gegen den Zügel, weil sich noch ziemlich gegen den Zügel wehrt, sollte ich das jetzt heute mal so versuchen. Recht lang verschnallt, also die hingen auch wirklich durch. Man hat halt gemerkt, dass sie dann doch schon nachgiebiger wurde. Die Reitlehrerin hat dann auch gesagt, also eigentlich sollte sie dafür, dass sie schon ein Dreivierteljahr unter dem Sattel ist, sollte sie eigentlich schon das ein oder andere mehr können. Und vor allen Dingen auch schon vertrauensvoll an den Zügel rangehen. Aber das ist halt noch ein Problemchen, woran wir jetzt arbeiten müssen. Aber meine Güte, ist halt so. Ich freue mich definitiv auf die Herausforderungen, auf die Aufgabe. Und ich bin jetzt schon gespannt darauf. Donnerstag reite ich sie wieder. Dann werde ich die Dreiecker wahrscheinlich wieder weglassen. Dann kann ich auch schon mal so ein bisschen das anwenden, was ich heute als Tipps bekommen habe. Weil ich sollte heute zum Beispiel mit sehr tiefer, sehr breiter Hand reiten. Also ich sollte wirklich meine Hände schon fast auf dem Knie auflegen, könnte man sagen. Aber wirklich beide. Links und rechts. Also ihr könnt euch vorstellen, wie breit ich die Hände dann gehabt habe. Und dann natürlich mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel treiben, wie man das halt macht, wenn man das Pferd an den Zügel ranreiten möchte. Und innen auch spielen. Und das hat sie dann auch immer wieder, hat man dann gemerkt, dass sie nachgibt, dass sie weicher wurde, den Kopf ein bisschen runtergenommen hat. Und dann direkt wieder mit der Hand eben zum Pferdemaul ein bisschen vor, ein bisschen nachgeben, dass sie eine Belohnung hat und merkt, ah, das ist richtig, was ich da mache, wenn ich den Kopf runternehme. Das war schon wirklich spannend. Also das sind natürlich so Sachen, die wusste ich auch schon vorher, aber zum Beispiel das mit dieser sehr breiten Zügelführung, das hat mir dann noch sehr geholfen. Ich meine, ich kenne das, dass man auch schon mal die Zügel, dass man das schon mal ein bisschen die Hände breiter hält. Aber so breit war mir jetzt tatsächlich neu. Aber das schien tatsächlich auch Quitte zu helfen, denn sie wurde dadurch definitiv lockerer. Und dann wurde es natürlich auch für mich immer angenehmer und leichter. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende erste Stunde. Ich bin jetzt immer dienstags in der Stunde. Und bin jetzt schon gespannt, wie es dann das nächste Mal läuft. So. Aber es ist auch, ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass ich das noch alles finde. Sie ist noch, wie gesagt, sie ist noch sehr jung. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit jungen Pferden. Generell mit Pferden schon einiges an Erfahrung. Aber wie gesagt, halt nicht mit jungen Pferden. Und von daher bin ich auch richtig happy, dass das jetzt mit den Reitstunden klappt. Dass da ein Platz frei war. Denn ich will mich ja auch weiter verbessern. Ich will ja weiter dazulernen und keine Fehler vor allen Dingen machen in der Ausbildung. So, hier diesmal läuft das Gelände richtig gut. Hoffentlich bleibt das so. Wir haben noch einige Sprünge. 7 Hindernisse haben wir noch.
bestehend aus mehreren Sprüngen, allein das nächste. Und ich hatte dann danach auch in der Box, hatte ich auch so ein Aha-Erlebnis. Sie ist in der Box so ein bisschen, nee, ein bisschen stutig. Sie mag das nicht so, wenn man in die Box reinkommt. Deswegen habe ich auch, wurde mir auch gesagt, immer mal so ein Bestechungsmüsli mitnehmen. So einen halben Becher und dann das Halfte hinhalten. Und dann streckt sie tatsächlich total putzig die Nase automatisch dadurch. Das ist unheimlich süß. Und dann mampft die das und dann ist sie auch todbrav in der Box. Also ich muss sie in der Box anbinden. Normalerweise werden da die Pferde draußen geputzt vor der Box. Ich muss sie momentan zumindest noch innen drin anbinden, weil sie einfach zu unruhig ist. Und zu zickig auch, um das davor zu machen. Aber ich habe mich schon ultra darüber gefreut tatsächlich. Ich habe auch normalerweise, mache ich das nach dem Reiten so, dass ich sie vor der Box absattel und schon alles drauf packe, wieder ab, hier die Stalldecke, alles vor der Box mache und sie dann auch noch in die Box reinführe, einmal rumdrehe, soll man ja zur Tür wieder hindrehen mit dem Kopf und dann das Micklem runternehme. Und heute war halt so viel los auf der Stallgasse, dass ich sie dann schon in die Box führen musste. Ich habe mir schon gedacht, ja gut, dann gucken wir mal, was passiert. Aber sie war dann tatsächlich... Ja, es war... sie war zwischenzeitlich so ein bisschen zickig. So ein bisschen am Rummucken. Hat die Ohren angelegt und hat sich immer umgedreht und ist weg von mir. Habe ich mich aber einfach dahingestellt, habe mal die Hand hingehalten. Dann hat sie dann geschnuppert und... Dann wurde es dann auch langsam. Das wurde dann schon besser. Ja, das erste Mal endlich ein guter Ritt hier. Von allen meinen Aufnahmen heute. Die anderen, da war ich, das habe ich total verkorkst, wirklich. Yay! Burley, 4 Sterne, Gelände springen Gold. Und dann kommt jetzt noch das Springreiten. Nee, das war wirklich, das war ein richtig cooles Erlebnis. Ich muss wirklich sagen, ich bin da happy drüber, dass sie, ich weiß es nicht, ob sie vielleicht einfach nur einen guten Tag hatte oder ob sie wirklich recht schnell jetzt schon Vertrauen gefasst hat. Mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut, dass das geklappt hat, weil wir wissen leider alle nicht so wirklich, was passiert ist, aber sie hat wohl nicht die allertollste Fohlenzeit gehabt und das ist dann natürlich nochmal mehr eine Herausforderung. Die Besitzerin, wo ich im Übrigen ultra happy drüber bin, dass sie so lieb und nett ist. War mir auf Anhieb, war die mir extrem sympathisch. Okay, ich bin jetzt natürlich auch ganz anderes gewöhnt, aber wirklich eine ganz, ganz liebe und nette. Und die hat da wirklich schon richtig, richtig gute Arbeit mitgeleistet. Das muss ich wirklich sagen. Mit dem Stütchen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf auf die, auf alles, boah, das ist ein hoher Sprung. Auf alles das, was noch ansteht und... in der Zukunft noch an Aufgaben auf mich wartet. So, jetzt hier rum. Das war klar, dass das nichts wird. Nicht so, wie ich angeritten bin. Hat das noch gereicht? Ich weiß es nicht, ob das für den ersten Platz reicht. Wir gucken uns mal die Wiederholung noch an, würde ich sagen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall happy mit der heutigen Stunde und konnte einiges schon mitnehmen und ich freue mich einfach. Ich bin wirklich happy. Und wie oft habe ich das jetzt gesagt, dass ich happy bin? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist langsam mal genug hier. Ach ja. So. Ja, schade, dass ich den Einsprung hier so deppert angeritten bin. Das ist wirklich ärgerlich gewesen. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Okay, passiert schon mal. Manchmal reitet man dann einfach blöd auf ein Hindernis zu. Also die ist ja schon mal schön, die Ego-Perspektive, aber nur ist auch blöd, wenn ich ein schönes Bild finden will. Das hier ist auch nicht gut für ein Bild. Mensch, Mensch, Mensch. So, oh, jetzt kommt dieser ganz hohe Sprung. Das war schon wirklich eine Hausnummer hier. So, jetzt der Ochse noch. Und jetzt kommt, glaube ich, gleich der, den ich so miserabelst angeritten bin, oder? Ja.
Das konnte ja überhaupt nichts werden aus dieser Richtung. Das war ja viel zu schräg. So, aber beim zweiten Anlauf dann. So, und als letztes noch diesen hier. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was wir für eine Platzierung haben. Continue. That was an excellent ride. Danke, Lucinda. So. Jetzt mal da noch zwei rein. Jetzt mal da noch zwei rein. Es hat nicht ganz gereicht. Es ist Burley 4 Sterne Springreiten Silber geworden. Was aber trotzdem sehr gut ist und für eine Overall-Platzierung von Gold reicht. Yay! Ja, und prinzipiell haben wir damit dann jetzt alles gesehen. Wir haben überall Overall Gold erreicht. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht geplant, die Turniere nochmal zu wiederholen, wo ich nicht überall Gold habe. Denn wie gesagt, da war wirklich der Großteil in einer Abstimmung gegen. Wir wollten die Turniere nicht nochmal sehen, weil sie auch gesagt haben, es ist halt so. Ist in echt auch nicht so, dass man alles wiederholen kann. Und von daher würde ich sagen, war das doch ein schöner, gelungener Abschluss hier. Wir hatten schöne Folgen mit Florica, wir hatten schöne Folgen mit Art Deco und ich bin happy, jetzt hier mit Romero noch das allerletzte Turnier machen zu können und wirklich gut abschließen zu können bei den 4-Sterne-Events. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr interessiert daran seid, euch das Spiel auch zu holen, ich bin mir nicht sicher, ob es das auch noch neu gibt, aber gebraucht findet man es hin und wieder auf eBay. Auf Amazon kann man es auch noch bekommen, aber Achtung, auf Windows 10 ist es nur über riesengroße Umwege spielbar. Bis Windows 8.1 sollte es noch laufen. Bei Windows 7 kann ich absolut grünes Licht geben. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Mit Windows 8 kenne ich mich selber nicht aus, das habe ich nie gehabt. So, hier, bevor das Ende noch kommt. Das habe ich eben schon die Abmod vorher gemacht, bevor das hier kam. Das hier schneide ich jetzt einfach zwischen Abmod und das, was ich zuletzt gesagt habe. Also wundert euch nicht, wenn es jetzt ein bisschen durcheinander kommt. Es gab jetzt noch die Equestrian Challenge Medal of Honor dafür, dass wir alles mit Gesamtgold abgeschlossen haben bei den 4-Sterne-Events. Und ja, das war's dann jetzt wirklich. Danke an dieser Stelle euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Nächste Woche geht's dann weiter mit einem neuen Let's Play. Wahrscheinlich dann, wie gesagt, eins ohne Pferde, wo ich mir aber sehr, sehr sicher bin, dass euch das auch sehr gut gefallen wird. Hatte ich ja jetzt schon mal erzählt, ich habe es einfach mir mal angeguckt und habe reingeschaut und habe mir gedacht, oh mein Gott, das muss ich einfach zeigen, das ist so putzig gemacht, sieht so schön aus. Ja, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich nächste Woche bringe. Also dann, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!